Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Schön, dass ihr heute mit dabei seid zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ingo hier. Und ihr werdet euch wundern, es ist nicht Mittwoch und trotzdem kommt ein Video von mir. Das hängt daran, dass ich heute eine kleine Produktbeschreibung mache. Mehr dazu nach dem Intro. Schön, dass ihr dran geblieben seid zu dieser neuen Folge auf meinem Kanal. Ingo hier. Ja, ihr habt es mitgekriegt, es ist nicht Mittwoch und trotzdem mache ich ein Video. Das kommt daher, dass ich heute eine Produktbeschreibung mache. Und zwar, ja, mache ich ja eigentlich nicht so oft, aber mir wurde etwas zur Verfügung gestellt von der Firma Siyun. Ihr kennt die Firma Siyun vielleicht. Siyun hat bisher oder ist bekannt aus der Herstellung der Gimbals. Das heißt, wenn ihr viel mit der Kamera unterwegs seid und filmt, dann habt ihr sowas vielleicht auch, einfach um die Bewegung weicher zu machen, um das Ganze stabiler zu bauen, gibt es Gimbals. Und diese Gimbals werden von der Firma Siyun gebaut, sind da sehr, sehr gut. Aber sind seit geraumer Zeit auch mit Aufhellern, Lampen, Licht unterwegs. Und wir wurden in der Summe zwei zur Verfügung gestellt. Das eine ist dieses hier. Ich halte es jetzt noch mal ein bisschen näher in die Kamera rein. CM25W oder 25W. Und zwar ist das ein kleines Aufhellerlicht. Ihr werdet es ja aus verschiedenen anderen Herstellern vielleicht auch schon kennen. Sieht relativ, also ist sehr, sehr gut verpackt, muss man fairerweise sagen. Ihr seht das, ein stabiler Karton, schönes Kunststoff drin, so ein Schaum. Wirklich sehr, sehr schön. Und das ist dieser kleine Aufheller. Hat hier so ein Kunststoff-Silikon. Deckel und darunter, man sieht es, glaube ich, wenn ich noch näher rangehe, ein bisschen höher dahin, sieht man es sogar ganz leicht, sind die Leuchtdioden drin. Und diese Leuchtdioden geben dann logischerweise das Licht ab. So, jetzt habe ich den hier gerade abgemacht, den Cover. Ich lasse den auch mal ab. Das ganze Ding wiegt nicht viel. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss jetzt lügen. Ich blende es ein, wie viel es wiegt. Ich vermute mal, das sind so 200 Gramm, 300 Gramm, mehr wird das nicht sein. Ist ein Akku drin, ist wirklich gut verarbeitet. Kunststoff fühlt sich sehr, sehr gut an, hat keine scharfen Kanten, wenn man hier so rumgeht. Ich sage nicht, es ist ein Handschmeichler, hat man glaube ich nie, aber es fühlt sich wirklich qualitativ gut an, das Ganze. Und hat an der Seite hier einen Slot, einen USB-C-Anschluss zum Aufladen. Das heißt, Akku ist hier drin verbaut, funktioniert einwandfrei. An der Seite sind zwei Drehknöpfe. Der eine Drehknopf ist, um die Helligkeit einzustellen. Der andere Drehknopf ist für die Temperatur. Was ich gut finde, und das haben viele Hersteller nicht, das sind diese Drehknöpfe. Und zwar ist dieser Drehknopf einmal auch zum Ein- und Ausschalten und zum Dimmen gedacht. Der andere halt, wie gesagt, für die Temperatur. Und ich finde es deutlich angenehmer, an Drehknöpfen einzustellen, als wenn man Tasten hat. Ich habe auch einige Lampen, die haben Tasten. Finde ich persönlich suboptimal. Da finde ich sowas besser. Ich mache sie jetzt auch mal an. Ganz leicht erstmal. Ihr seht, das ist jetzt die unterste Stufe. Ich gehe noch mal ran, dann müsstet ihr fast noch besser sehen, wie die Dioden jetzt durchkommen. So, und das Ganze kann man wirklich sehr, sehr hell machen. Ihr seht das. Das Ganze hat 25 Watt LED-Watt. Ich weiß nicht, wie viel das umgerechnet ist. Es ist verdammt hell. Ich drehe das auch mal wieder runter. Mache jetzt den Cover wieder drauf. Damit wird das Ganze deutlich angenehmer. Moment, den mache ich jetzt mal drauf. So, und wenn ich jetzt einschalte, ihr seht, erstmal ist das Licht viel gleichmäßiger und angenehmer
und man kann die Helligkeit einwandfrei variieren, genauso wie die Temperatur. Ihr seht das, wie sich die Temperatur hier ändert. Jetzt bin ich zum Beispiel schon relativ rot. So kann man dann auf Ding stellen. Die Kelvinzahl ist angegeben, man kann es also auf die Kelvinzahl einstellen. Ich denke, das funktioniert auch ganz gut. So, das Schöne ist, ihr seht, ich habe jetzt ja ein Licht immer nur, oder bisher hatte ich das Licht immer nur von einer Seite, und zwar immer von der Seite. Ihr seht das, und wenn ich jetzt das Licht auf die Seite auch noch mache, dann ist das gar nicht so schlecht. Ich halte das jetzt einfach mal mit der Hand hin. Ist die andere Seite auch ein bisschen aufgehellt, ist vielleicht sogar noch ein bisschen hell, noch ein bisschen runter machen. So ist fast noch besser, ist ein sehr viel angenehmeres Licht. Werde ich also in Zukunft wahrscheinlich hier nebenan auf dem kleinen Stativ dieses kleine Licht auch noch stellen. Ist natürlich auch schön, es ist unten, ich mache jetzt wieder mal aus, Moment, aus, dann blendet es mich nicht. Hier unten ist ein kleines Gewinde drin, kann man dann auf ein Stativ schrauben und es separat verwenden. Was mir persönlich fehlt, ist etwas, wo ich das Ganze direkt auf die Kamera raufschrauben kann. Denn ja, es gibt ja diese, kennt ihr vielleicht auch diese kleinen Kunststoffteile. Ich habe mal ganz zufälligerweise hier ein liegen, ist von einer anderen Firma. Damit kann ich es oben in den Blitzschuh einstecken und hier unten aufschrauben. Ich habe den jetzt einfach mal rausgeholt. Ich werde das also die Tage auch mal probieren und ich blende euch die Fotos logischerweise ein, indem ich das hier raufschraube und dann auf die Kamera setze. Dann kann ich das nämlich als Aufheller nehmen, wenn ich draußen filme. Und das ist eigentlich dann das Schöne, wenn ich mit der GoPro unterwegs bin oder auch mit meiner Z50 zum Filmen, die nehme ich ja meist zum Filmen, dann kann ich das einfach aufstecken und habe ein Aufhelllicht und bin im Gesicht nicht immer so dunkel, wie ich sonst schon mal habe. Ja, das ist dieser kleine, aber schöne Aufheller. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich begeistert. Wie ich es gerade schon gesagt habe, ich bin total begeistert. Dieses Licht ist wirklich klasse. Ich zeige euch jetzt mal den Unterschied. Ich habe es jetzt relativ, jetzt ist es aus. Und jetzt mache ich es nochmal richtig an. Und ist doch ein Riesenunterschied, oder? Also ich bin, wie gesagt, begeistert, vor allen Dingen für den Preis. Bis Mitte April könnt ihr den CM25B von Saien noch für 79 Euro bekommen. Das ist ein wirkliches Schnäppchen, bin ich ganz ehrlich, weil dieses Licht bietet verdammt viel. Mehr als so manch andere, die ich habe, und es ist wirklich klasse. Ich zeige euch nochmal den Unterschied an und aus. Und jetzt mache ich es wieder an. Es ist ein wirklicher Unterschied. Ich bin, wie gesagt, begeistert. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Kleine Folge, mal was ganz anderes, was ich normalerweise nie mache. Aber ich bin gefragt worden und ihr wisst, ich gebe meine ehrliche Meinung ab. Das ist meine ehrliche Meinung. Und ich hoffe trotzdem, es hat euch ein bisschen gefallen, auch wenn es mal was ganz anderes ist als sonst. Und wenn, dann gebt mir bitte einen Daumen hoch. Würde mich freuen. Wenn es euch noch besser gefallen hat, dann haut auf die Glocke. Dann könnt ihr mir ein Abo geben. Und wir sehen uns auf jeden Fall Mittwoch wieder, wie immer, um 7 Uhr zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Bevor ich jetzt aber weggehe, noch ein Hinweis. Es wird auch noch ein Review geben zu dem X100. Und wenn ich von dem CM25 von Saien schon begeistert bin, dann wollt ihr nicht wissen, was ich von dem X100 bin, weil der ist nochmal ein Schlag drauf. Also, das war es jetzt aber wirklich. Bis dahin, euer Ingo.